Hallöchen, ihr Kniften da draußen. Ich hab Bock auf eine Runde Golf. Ich hab einfach Bock auf eine Runde Golf und das machen wir heute. Wir spielen ein bisschen Golf It. Gibt keinen anderen Namen dafür. Heißt so. Livestream hat begonnen. So. Alles klar. Sind wir online. So. Auch wollen wir auch nicht so lange rumspielen. Wir sind nur mal wieder, wie immer, bei Facebook einstellen und dann legen wir auch gleich los. Ich denke, dass jetzt um 11:30 sowieso keiner großartig kommen wird. Aber falls doch, ihr könnt gerne mitspielen. Ich habe es noch gar nicht gespielt, also wirklich noch keine Minute gespielt. Ich bin nur mal online, nur mal reingegangen und habe die Grafikeinstellung eingestellt. Hoch. Nee, Golf. Oh, habe ich dich lange nicht gesehen. Ja, ich sehe dich auch nicht. So, hey, wie lange habe ich jetzt keinen Stream gemacht? 3, 4 Tage? Kann das sein? So, veröffentlichen. So. Golfit. Machen wir gleich mal an. Ah, hier, was soll denn das? Ist ja schon wieder die gleiche Scheiße. Es ist ja nur als Fenster. Ah, da ist es. So, jetzt will ich das aber natürlich noch einstellen als Quelle. Golvet. So. So, das freut mich. Nico Jappe. Nico Jappe. Doch, der Name sagt mir natürlich was. Nico, dich kenne ich. Dich kenne ich, Alter. Aber hast mich schon lange nicht mehr live gesehen, meinst du? So, kann ich einfach mal ein Spiel suchen? Ich habe das, wie gesagt, noch gar nicht gespielt. Winterpark 18 Löcher. Das klingt auch super. Beitreten. Bisschen dunkel, das Game. Die guten alten Daisy-Zeiten. Ich sehe nichts. Hallo? Wie gesagt. Wundert euch nicht, wenn jetzt erstmal gerade hier gar nichts geht. Oh, ich muss noch mal kurz raus. Was war denn das hier? Ah, jetzt. Ah, okay. Nochmal rein ins Spiel. Hallo? Hallo, Spiel? Du verarscht mich doch. Okay, machen wir schön hier mit dem Taskmanager mal Feierabend, mein Freund. So läuft's hier nicht. Kann doch nicht sein. Da will man mal in Ruhe spielen, dann geht's nicht. So. Also, erneuter Versuch. Hallo, Mr. Breuer. Geh an hier. Sonst hoste ich zur Not ein eigenes Spiel. Ist ja auch egal. Obwohl das natürlich ein bisschen kacke ist mit dem Livestream im Hintergrund. So, nochmal Vollbild. So. Spiel suchen. Lego Planet, das klingt doch super. Wie gesagt, ich kenne das Ding hier überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Was? Erwartete Fehler und unfertige Bereiche? Early Access. Ach so, da fehlt mir noch was, oder was? Nee. Masters. Ich kann nicht Masters mitspielen. Winterland ist voll. Das ist doch Kacke. Was geht bei dir so? Ja, ich versuche jetzt gerade Golf zu spielen. Aber irgendwie will das Spiel mich nicht reinlassen. Aber hier ist kein Schloss. Ach so, deswegen kam ich nicht rein oder was. Aber hier sind ja schon 4 von 4 Spielern. Da muss mir das Spiel jetzt gleich sagen, nee, wird nicht. Ich habe es eben Battlefield gespielt. Oh. 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 Ich habe einen 31er Ping, da kann doch schon was nicht stimmen. Ich bin bereit. Ich habe keine Ahnung, wie das hier geht, ne? Also es ist, wundert euch nicht, das ist jetzt so ein richtiges, schönes Let's Test-Ding. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel geht. Warum ist denn der. Okay, jetzt geht der Ping ein bisschen hoch, aber dafür, dass ich streame, kann das schon nicht hinkommen. Ich meine, ich habe noch nicht mal im Idle-Modus, habe ich einen 50er Ping. Auf wie viele Spieler warten wir? Es geht los. Oh. Okay. Alles klar. Also, ich muss festhalten. Okay, alles klar. Okay. Ich weiß ja gar nicht, wo es hingeht. Was habe ich gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich halte die linke Maustaste gedrückt. Gen alles klar. Ich mach's wie beim richtigen Golf. Also, ich hole und dann zack. Okay, das ist aber zu schwach. Schöne Mucke, ey. Geht voll ab. Nochmal. Jetzt habe ich es. Okay. Grafisch kann es sich sehen lassen.
punktemäßig jetzt gerade nicht, weil ich nicht wusste, dass ich richtig ausholen muss. Jetzt warten wir hier noch auf den letzten Pizza-Heini, dass der fertig ist. Okay. Kann ich irgendwie mit der Kamera rauszoomen? Ah, kann ich auch. Oh, wo müssen wir hin? Wo ist denn hier das Ziel? Egal. Ach, scheiße, Dollar. Und wie komme ich jetzt zurück? Ah, okay. Alles klar. So. So läuft's. Nein, Golf ist immer cool. Ich mag Golfspiele total gerne. Guck mal, wie gechillt das ist. Gerade jetzt so spät abends so, weißt du, da kannst du einfach so ein bisschen Golf spielen. Das ist doch cool. Golfspiele machen tierisch Spaß. Außerdem, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe das jetzt im Sale vor kurzem gekauft. Und wie gesagt, ich spiele Golfspiele halt gerne. Ich habe schon auf der PlayStation 2 damals, glaube ich, ohne Ende Tiger Woods gespielt. Ich habe schon früher auf Windows 95. Oh Gott, wie hieß denn das? Das war nicht Tiger Woods PGA Tour. Das war so super schlecht. Das hatte hinten noch so Bilder abfotografiert, so eingescannt. Gott, wie hieß denn das? Da hat man so einen dicken Typen mit so einem Hut gespielt. Jetzt hat er's. Also, Golfspiele machen mir immer tierisch Spaß. Auch im echten Leben finde ich Golf witzig. Aber dann spiele ich halt gerne Cross-Golf. Ja, einfach da mit ordentlich Schmackes gegen. Wenn man sieht, dass die alle so schwach sind. Oh, das war auch, obwohl ich das Gefühl hatte, ich habe voll ausgeholt. Was ist eigentlich mit dem alten Channel passiert? Du, ich habe insgesamt, also nicht nur einen Channel verloren, insgesamt habe ich 4 Channel verloren. Copyright-Probleme. Alter, die bumsen mich. Kann ja aber nicht wahr sein. Ist aber nett. Manchmal hilft es auch einfach liegen zu bleiben, habe ich das Gefühl. Du Vollwichser! Alter, habt ihr das gesehen? Oh, das kann... Nee. Alter, was ein Hurenkind, ey. Ja. Oh nein, viel zu schwach. Also, das mit dem Schlagen muss man echt noch so ein bisschen rauskriegen, wie doll man dagegen kann. Ich zock das gerade doch online. Ja, das ist doch schöne Scheiße, wenn das hier mit Anstoßen ist. Oh yes! So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viele da... Oh, die Mucke wird gleich lauter. Aber wie laut? Nee, also, Nico, ich habe... Seit 2009, als ich anfing mit YouTube, habe ich insgesamt 4 Kanäle verloren, ja. Das ist sehr, sehr ärgerlich, ohne Scheiß. Und ja, wie lange habe ich jetzt den hier am Stück? Ich weiß nicht, seit 2012? Nee, später. Ich musste mal gucken, ich weiß es gerade gar nicht, seit wann dieser Kanal hier existiert. Weiß ich nicht. Aber ich habe natürlich über die ganzen Kanäle sau viele Abonnenten verloren, was ich sehr, sehr traurig und schade finde. Oh, schön. Aber mit der Steuerung muss man echt erstmal klarkommen, ey. Was machen die denn da? Muss man da so gerade? Oder kommen die gerade wieder? Es gibt ein paar, die spielen einfach so knallhart rüber. Ich probiere es mal genau wie die. Okay, war gar nicht schlecht. Ja, hätte der mich nicht erwischen können? Oh, hat das gerade reingehauen. Scheiße.
Och bitte. Oh. Das war schon wieder zu schwach, weil ich nicht. Oh. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Schleimscheißer. Ach, bitte. Ja, macht natürlich Sinn. Das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Was ist er denn für ein Troll? Der schlägt aber meinen scheiß Ball zurück, der Hund. Das kann doch echt nicht wahr sein. Aha. Blöder Wichser. So, und jetzt mache ich mir einfach den Spaß daraus, wenn der. Ah, scheiße. Ich hätte ihn jetzt auch 10.000 Kilometer durch die Gegend geschubst. Weißt du, wenn man mich trollt, troll ich zurück, Hundekind. Die Musik ist ein bisschen zu freundlich, kann das sein? Ja, der hat ja richtig schön verkackt. Also ich finde es jetzt gerade, es hieß in den Steam-Kommentaren, ne, in den Reviews, es soll mehr Spaß machen als Shoot with Friends. Nee, das heißt anders. Hier, guckt euch das an. Jetzt habe ich diesen Penner auch noch geholfen. Ist da hinten noch einer? Nein, da ist natürlich keiner. Nein, nein. Oh, ich raste aus. Ich raste aus. Okay, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Ich bin zwar im Loch, aber am Boogie ist doch echt scheiße. Options. Kann man auch einen anderen Song auswählen? Nein. Oh, geht schon weiter. Ah, das Ding ist natürlich. In jedem Spiel, man hasst einfach Schneelevel, ne? Da hat er mich richtig schön gebremst, der Hund. Ja, dann bleibt doch erstmal schön liegen, der blöde Wichser. Cool. Das war zu viel Power. Machen wir es halt gemächlich. Oh. Ah. Das ist echt bekackt hier mit dem. Also wenn alle zeitgleich spielen und sie sich trotzdem dann abstoßen können, das ist nicht cool. Wenn man nacheinander dran ist. Oh. Nein, da ist schon wieder der Hundesohn. Wenn ich schön gerade spiele, kann das was werden. Nein, nein, bleibt er echt bei mir im Weg liegen. Ich habe beide weggeschubst. Nimm das! Was ein Wichser. Ohne Scheiß. Oh, der schreibt er gerade, ist er sauer? Weint er ein bisschen? Okay, jetzt verstehe ich die Freude von dem Troll. Aber es freut mich, dass drei Leute trotz der späten Stunde noch den Weg hierher gefunden haben. Das finde ich echt schön. Ich hab's gekauft. So bin ich da drauf gekommen. Ja? First Blood. Hole in one. Hau dir eine rein. Also ich habe das Spiel nicht heute gekauft. Ich weiß nicht, das war vor ein paar Tagen, war das im Sale für. Ich glaube, es kostet 8,99 und ich habe 6 oder so bezahlt. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, wie gesagt, ich mag Golf. Oh, das war zu schwach. Das war zu schwach. Da komme ich nicht weiter. Armer, schwacher Alex. Nein, es reicht nicht. Ich sehe nichts. Toll, toll, ich sehe nichts. Jetzt. Warum denn Boogie? Das waren drei Stöße. Was, ich habe gar nicht. Sieht man irgendwo am Anfang, wie viel man darf?
Und da ist dieser Trollpenner. Was versucht der denn da? Das kann man anscheinend mit einem Schlag schaffen, das Ding. Man sieht auch die ganzen anderen Flaggen. PS4 habe ich gar nicht. Ich habe PS3, Xbox One S, Wii U, Wii. Was habe ich noch? Alles. Außer halt die PS4, die habe ich wirklich noch nicht. Ich habe jetzt eine Elgato endlich drin, sodass ich Konsolenspiele endlich auch mal aufnehmen kann. Also alles, was mit HDMI zu tun hat. So, da gucken wir mal. Wie komme ich denn da seitwärts vorbei? Wie hat der denn das gemacht? Ach so, hier. Ah. Okay, das war zu viel. Ah, da hinten ist das Ziel. Alles klar. Und PS4, ich wüsste gerade nicht warum. Also, was mich dazu bewegen sollte. Mein Bruder hat eine PS4, wenn ich jetzt doch mal... Also, ich wollte zum Beispiel Uncharted 4 spielen. Das hat der sich gekauft, Gott sei Dank. Und dann habe ich das bei ihm gedaddelt. Yes. Birdie. Von daher, also ich sehe nicht die Notwendigkeit, eine PS4 zu kaufen. Wie gesagt, ich habe eine Xbox One S. Und auch da, also... Hätte die nicht einen 4K Blu-ray-Player, hätte ich die auch gar nicht gekauft. Also ich habe die wirklich nur gekauft wegen dem Blu-ray-Player. Alle neuen Spiele, alle guten neuen Spiele, die sowieso, also Multiplattformer sind, gibt es ja auf dem PC. Und ich habe einen sehr leistungsstarken PC. Da brauche ich keine Konsole. Es gibt halt so ein paar kleine Perlen. Das ist sowas wie Uncharted. Das ist sowas wie Last of Us. Und jetzt das neue hier, wie hieß denn das mit der Truller, die Pfeil und Bogen, oh fuck, Pfeil und Bogen schießt. Gegen so Roboter-Viecher. Das hätte mich interessiert noch auf der PS4, aber dann hört's auf. Und ich habe fast 900 Spiele in Steam. Also, was soll's, ne? Also, PS4 ist derzeit wirklich einfach gar kein Bedarf. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen hin und her da drüben zu schießen, dass ich da doch noch mal ins Loch komme. Bisschen doller. Ach komm! Missgeburt. Also PS4, wie gesagt, nö. Auf der Xbox One habe ich auch eigentlich nur, bis auf FIFA, Spiele, die exklusiv rausgekommen sind. Also Gears of War 1, 2, 3, 4 und das neue hier, dieses 1 Unlimited, habe ich. Was ist noch exklusiv gewesen, was ich dafür gekauft habe. Nee, stimmt gar nicht, ich lüge. Ich habe für meine Frau habe ich so Spiele gekauft, so Baphomets Fluch und so ein Gedöns. Oh, vielleicht bumst mir noch einer rein hier. Komm, berührt mich. Ihr wollt es doch. Ihr wollt doch, dass ich reinkomme. Aha. Kann mich noch mal einer berühren? Kannst du die Xbox One weiterempfehlen? Also ich mag den Xbox-Controller auf jeden Fall lieber als den PlayStation-Controller. Hab jetzt hier auch einen One-Controller am PC. Habe aber hier auch noch 360-Controller. Und ich habe ja auch vor kurzem ein Video gemacht zum Steam-Controller. Den kann ich nicht empfehlen, übrigens. Ah, das war zu doll. Oh, fuck. Das war auch zu doll. Ein bisschen, zu schwach, meine ich. So solltest du das. Jawohl. Zweimal daneben gekackt. Das ist natürlich scheiße. Also, ich kann sie, klar kann ich sie empfehlen, aber kommt halt drauf an, was dir lieber gefällt. Also, sprich, wenn du jetzt sagst, Uncharted ist so ein supergeiles Spiel, was wirklich, also Uncharted ist mega geil, keine Frage. Dann ist natürlich PlayStation in erster Linie gefragt. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte eher ein bisschen Geld sparen bei Games, dann, und du willst eine Konsole und kein PC, weil auf dem PC ist es eindeutig ja immer am günstigsten, dann ist die Xbox definitiv günstiger als die PlayStation. Wenn man jetzt so als Beispiel, es gab gestern bei MyDeals, glaube ich, Xbox One Spiele Assassin's Creed, war das Unity, für 99 Cent. Ja, für Xbox One S. Und das ist dann schon beeindruckend, ne? Und wenn du dir überlegst, was ein PlayStation 4 Spiel kostet.
Fuck. Kann jetzt noch mal einer stoßen hier? Ich bewege mich nicht. Nein, mache ich nicht. Oh yes, oh yes. Oh nein, 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 nein. Jetzt muss ich vielleicht doch noch mal aktiv werden. Oh, nein. Ah, der liegt voll in der Kante, da will ich dran vorbei. So, jetzt muss mich ja einer berühren. Berührt mich. Berühr mich. Ja. Nein, 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 komm. Komm, komm, fall rein. Fall rein. Yes. Komm, das war geil. Ich habe schon eine PS4, aber überlege auch eine Xbox zu holen, weil die bessere monatliche Spiele haben. Und auch ja, Games with Gold kostet 5,60 Euro im Monat. Ne? Bist du dann im Jahr auch bei deinen 56, 60, 65 Euro. Ich weiß gerade nicht, was Dings kostet. Warte mal, da muss ich gerade mal kurz gucken, wie ich da am besten reinkomme. Ah, scheiße, auch gegen die Kante gestoßen. Fuck. Ich glaube, du kannst aber auch gleich ein Jahresabo kaufen. Das ist irgendwie günstiger oder so. Weiß es aber auch gerade nicht mehr ganz genau. Und, also bei mir werden 5 Euro oder sowas im Monat abgebucht. Obwohl ich es nicht benutze, was ich sau... Alter, was geht denn da? Was ich sau ärgerlich finde, ne? Ich zahle dafür, aber benutze es nicht großartig. Ist genau wie mein scheiß Sky-Abo. Ich benutze es so gut wie... Also ich gucke so gut wie nie Sky. Ich gucke Netflix oder Amazon. Und komme auch noch nicht mal großartig dazu, Bundesliga zu gucken. Das ist so zum Berechnen. Ob das klar geht? So könnten wir es nochmal probieren. Nein, nein. Naja, gut, so komme ich sauber rein. Und die Games with Gold. Was ist er denn für ein Arschloch? Er ist echt... Richtig dumme Sau. Ey, ohne Scheiß. Kann man hier schreiben? Blöder Wichser. So. Oh mein Gott. Ja, toll, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Blind bin ich. Echt, der ist so ein Hundeficker, ey. Ich schwör's. Verpiss dich! Ich hau jetzt ab vor dem... Forza ist jetzt nicht so ein Spiel, was mir unbedingt gefällt. Ich stehe mehr so auf Grid. Das gibt es ja für beide Konsolen, beziehungsweise eher für die ältere Generation. Ich weiß gar nicht, ob es auf Xbox One oder auf PS4, ob es da jetzt ein neues Grid gab. Weiß ich gerade gar nicht. Und ja, also muss wirklich jeder selber wissen. Wie gesagt, ich mag die Controller von der Xbox lieber als die von der PS4. Ah, scheiße, da muss man in die Mitte. Ja gut, ich habe die Bahn vorher nicht gecheckt gehabt. Das ärgert mich gerade. Das nimmt doch einem echt den Spielspaß, oder? So eine Scheiße. Das ist doch mehr als Moppelkotze. Kann man den Pisser rausvoten? Das ist blöde Scheiße. How to play, Option. Kann man hier nicht voten? So, ich lege mir den Ball jetzt vor, du Arsch. Ich raste hier gleich aus. Alter! Und dabei diese freundliche Mucke. Blöder Sausack. Oh nein. Ich raste ja wirklich gleich aus. Hi, Melli. Oh.
Guckt euch diesen Schweinepriester an, echt. Ich raste aus, ey. Wie der Typ mich trollt. Ich jetzt schnell weg. Oh nein, das war zu doll. Nein, 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 nicht hier liegen bleiben. Oh, das ist ein verficktes Spiel. Oh. Oh. Ja, ich spiele Golf. Hi, na, hast du geschlafen? Ja, kannst den Leuten auch Hi sagen. Hallo. Oh. Sie sagt, hallo. Warum warst du zu Hause? Ich war zu Hause um kurz nach 9. Und du so? Jetzt anscheinend. Und Charlotte und ich sind seit halb auch geschlafen. Ja. Hier ist so ein Wichser, Ventu heißt er, der ärgert mich die ganze Zeit. Ich hab dem nichts getan. Ich hab dem nichts getan. Hier. Mr. Breuer ruft Hi. Echt, ich könnte gerade so abreiern, ey. Ja, beschissene Wichser. Oh, ist das fies. Oh, ist das gemein. Der Schuss war gut. Das hat nichts mit Gefühl zu tun. Da muss man Power reinhauen. Guck dir. Oh, scheiße. Das war zu viel Power. Das war zu wenig Power. Oh, Fickfotzkacke. Das könnte... Oh! Oh! Hast du das gesehen? Das war mit Gefühl eingelocht. Immer noch Paar. Oh, ich brech ab. Ey, hier, der ist auch nicht ohne dieser Physik-Typ. Hör dir mal die Mucke an, wie fürchterlich die ist. Du musst näher rankommen, weiter reicht's nicht. Ist die grausam? Ja? Ist die grausam? Ja. Gönn dir! Auf voller Lautstärke! Warum haben wir eine Piratenschatztruhe? Ich habe eine Piratenschatztruhe gekauft, um Lego-Steine dort reinzupacken, weil Lego und Duplo vermischt ist bei Sohnemann. Und ich fand die schön für 7 Euro. Findest du die nicht schön? Ich habe mir gedacht, warum haben wir jetzt eine Piratenschatztruhe? Jeder Mensch braucht eine Piratenschatztruhe. Natürlich. Natürlich. Und jetzt gehören wir dazu. Und wir haben auch eine. Du Hodenkobold, schreibt der eine. Jetzt schreiben wir mal, Ventu ist ein Hurensohn. Du sollst auch mal die so unsportlich, der Wichser. Du hast der falsch geschrieben. Ja, hab ich gesehen. So unsportlich, der Wichser. Was wollen wir noch schreiben? Du sollst nicht mal so gemein sein. Stirb an deiner eigenen Scheiße, du Nutte. So, hab's geschrieben. Echt, das geht gar nicht, sowas. Das ist ein total dreckiges Verhalten. Ey, ich bin aber noch nicht mal Letzter, ich bin Zweiter geworden. Das hat der Hundesohn davon. Er soll einfach sterben gehen. Einfach. Weißt du? Was hat der denn gemacht? Die ganze Zeit, ne? Ich lass mir Zeit, ich spiele ruhig, ich spiele locker. Da kommt dieses Spastikind an und schießt meinen Ball irgendwo durch die Gegend. Das geht gar nicht. Hat er das vielleicht nicht mit Absicht gemacht? So, wir probieren aber natürlich noch ein Level aus. Mal gucken, ob Ventu dazu kommt. Oder haben wir wieder einen Grafikfehler? Nee, das ging gar nicht. Mine. Mal gucken, wie die Minen bei dem Spiel sind. Also, es ist schon lustig, aber die Steuerung ist unter all... Oh nein, 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 nein. Ist Kollision aus? Kollision ist aus. Oh nein. Oh nein. Das hättest du nicht schreiben dürfen. Jetzt hat er dich erst recht auf dem Kieker. Warte. Hä? Du bist schon mittendrin. Ich bin drinne. Okay, wir spielen Minen. Aber ich glaube, hier gibt es keine Zusammenstöße, deswegen ist es nicht so wild. Nein, 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 nein. Vielleicht schubst mich doch noch einer rein. Vielleicht gibt es das hier doch. Mal abwarten. Alter, Alter, hast du das gesehen? Da wollte mich schon wieder einer kicken. War das Ventu? Oh, schnell noch weg, bevor die Wichser weitermachen. Echt. Aber der kommt doch gar nicht rein ins Löchlein. Was sagst du? Du musst ein bisschen... Der kommt nicht rein ins Löchlein. Wie er im normalen Leben. Der kommt nicht rein ins Löchlein. Wie im normalen Leben auch? Die bekackte Jungfrau.
Ich hab ein Diss mitgemacht. Du hast ein Diss mitgemacht, Alter. Du bist voll Rap. Oh, scheiße. Schnell, 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 bevor es fertig ist. Bevor Vento kommt! Ah, krass, krasser Diss. Ja. Ich schreib's ihm bei der nächsten Gelegenheit. Wenn er mich wieder disst, dann schreibe ich ihm das. Hier ist die Musik ein bisschen angenehmer. Kannst du sagen, Frau hat gesagt. Wieso? Oh nein. Jetzt kommt's. Weil du Jungfrau Probleme mit Löchern hast und deswegen sexuell frustriert auf deine Mitspieler schießt. Nutte. Ich habe nicht Nutte geschrieben, ich habe mich zurückgehalten. Ich hab mich zurückgehalten. Ich habe meine Brille nicht auf. Du brauchst auch keine Brille, um zu sehen, dass das ein Wichser ist. Ich müsste hier, kill my day. Was will es denn? Okay, da muss man da hinten gegen die Wand ballern. Habe ich gerade schon gecheckt. War nicht zu doll. Wow! Kann mich nicht die Jungfrau reinschießen? Du hast die Jungfrau geärgert, denkst du, der hilft dir jetzt noch? Der hat gerade geschrieben, ich töte seinen Tag. Nein, das war ein anderer. Nein, war das ein anderer? Ah ja, okay. Was ist hier los? Oh, da geht's weiter. Du hättest am Ende schreiben sollen, du Opfer. Nein, man muss nicht immer Opfer schreiben. Oh! Alex benutzt seine Freundin zum Golfen. Ich will dir auch noch ein paar Löcher lassen. Alter, meine Frau hat den Diss selbst gebracht. Das Schwarze sieht man nicht, was der geschrieben. Doch, hier, warte, da. Alex benutzt seine Freundin zum Golfen. Ich kenne die alle nicht. Oh, ficken Fotzkack! Wo komme ich denn da hin? Oh nein, Ventu ist noch am Start. Oh, da wird einem ja... Kacke. Jetzt, muss ich noch härter. Oh, das war schon wieder so schwach. Und wieder ab ins Loch. Ich kann's halt mit Löchern, Leute. Ich kann's halt. Ich habe da keine Probleme, ein Loch zu finden, also... Ah! Ja, aber man darf auch nicht zu grob damit. Oh Mann, wie kacke kann man denn sein? Ich habe das gar nicht so formuliert, wie du das gesagt hast. Jetzt werde ich wieder als... Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Da hinten ist sie. Oh, ich sehe da nichts. Ich muss näher ran. Oh nein, das war zu doll. Ich sehe doch nichts. Ach Mann. So, wie weit ist denn das? Okay. Ganz easy. Da immer noch ein paar. Aber wo steht denn das? Ich habe da irgendwie nicht... Oder sehe ich das hier, wenn ich Tab drücke? Wenn ich Tab drücke, dann ist paar 3. Alles klar. Das war zu doll. Ah! Ja, immer gibt's was zu meckern. Jetzt mal ehrlich, was sind denn das für Affen? Es hat hier echt keiner gerade. Nein, 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 nein. Arschwichser. Ey, komm. Oh. Oh, wie kann man kacke sein? Was? Sagt er gerade. Oh, jetzt haut er mich raus. Schön. Das war doch nur ein Versehen. War es nicht, ich hab's genau gesehen. Ja, okay, es war Absicht. Nein, nicht zurückrollen. Wie eine Seeraube, oder? Oh, Vento, was ist da los? Kann ich irgendwie... Ah, da. Na. Oh, mit dem...
noch kommst du klar. Erinnert dich sicher an deine Mutter. Weißt du, nachher ist er so ein 12-Jähriger. Ist mir scheißegal. Und wenn er 9 ist, ist es mir egal. Ich mutiere gerade auch zu sowas. Weißt du, der hat mir mein erstes Spiel so ruiniert. Ich hätte Erster werden können. Wie alt bist du? Ich bin... Oh Mutti, lass mich in Ruhe. Zock mal gegen deine Frau Golf. Klatsch auf den Nacken. War ich das jetzt böse oder meinst du? Keine Ahnung. Guck mal, ich reg mich auf und kriegst du Nasenbluten. Warum kriegst du Nasenbluten? Weißt du, ich glaube, ich muss dich einschläfern lassen. So, wie mache ich das jetzt? Wie beim ersten Mal. Du entschuldigst dich und gehst weinend nach Hause. Oh. Ja, guck mal, der spielt jetzt auch nicht fertig, der Pisser. Herr Breuer, ich habe schon mal gegen meine Frau Golf gespielt. Das war Panja Golf, ne? Findest du bei uns auf dem Kanal? Also bei uns, bei mir. Die hat damit gar nichts zu tun. Nee. Außerdem ist mein Rechner kaputt. Ja, ne? Was mit deinem Rechner los ist, weiß ich auch nicht. Ich weine wie geil. Achso, okay, der lacht noch, der Typ. Wow, 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 nein, nein, nein! Nutte, mach nach. Okay. Hat er gerade eingeloggt? Naja, weiß ich nicht. Ja, hat er. Ich brauchte 3. Aber hab noch paar. Wie steht's denn allgemein? Wo ist Vento? Der hat 33, Vendetta 25. Ja, fuck, Mr. Vento. Also, wie gesagt, Herr Breuer, Sie können auf meinem Kanal ein Video sehen, das nennt sich Panja Golf. Und unter Panja Golf findest du... Nee, das sollt ihr nicht gucken, da beleidige ich dich. Du beleidigst mich? Mhm. Ah, das, wo eine bist du, da bist du richtig frech. Also wirklich, da war ich wirklich sauer auch auf dich, ne? Irgendwas war da, da hast du nicht... Da war auch dein Humor, der war noch nicht mal gut. Nee. Ist auch heute auch noch nicht. Nee, aber wie ich dich... ihr wollt gar nicht sehen, wie die aussieht, ne? Die ist ja gerade aus dem Bett gefallen. Weil Charlotte war. Wenn du es machst wie beim ersten Mal, wieso hast du denn nicht jedes Mal ein Hole-in-One? Sind die 12 oder was? Du hast damit angefangen, ja, darfst du nicht vergessen. Ja, ich hab die erzogen. Ja, dahin muss ich hin. Ich war zu stark. Weißt du, ich kenne die Maps nicht. Das ist halt blöd. Das war jetzt lockerer. Nein, nein, liegen bleiben, liegen bleiben. Oh nein, er wird mich rauskicken, er wird mich rauskicken, er wird mich rauskicken. Oh, vorbei. Oh. Yes! Du nimmst dich wahrscheinlich gerade mit 12-Jährigen. Ist mir scheißegal, ich hab so viel Spaß. Oh, zockst du noch Daisy? Nee, mach ich gar nicht mehr. Da bin ich raus, mal ganz ehrlich. Das war auch in der Standalone und so, das war. Aber ich? Seit wann zockst du Daisy? Wenn mein Rechner gehen würde. Wenn dein Rechner gehen würde, ja. Jeder will auch sehen, wie du Daisy zockst. Oh, hier, Vento wartet, bis ich losdüse. Jetzt hinterher, da ist Vento. Oh, scheiße! Da war ich zu schnell. Oh, ich bin irgendwo unter der Map. Ah, nee, doch nicht. Ja, ich wollte mal gucken, ob ich sehe, wie es da. So wird's best. Oh. Du hast gerade Vento reingebockt. Bitte, Digga. Scheiße. Ah. Aber jetzt hilfst du mir auch noch beim Einlochen. Ja, sorry. Bin Sozi. Wenn ich sehe, dass einer ein Handicap hat, muss ich ihm einfach
helfen. Ich sehe gerade das Set. Scheiße, jetzt habe ich nicht gesehen, wie die da rüberkommen. Achso, man muss durch irgendein Loch. Oh, das war zu schwach. Das war viel zu schwach. Klar, warum nicht, wenn du eine Leistung hast. Okay. Wo ist denn diese Scheiße? Ach, die ist noch eine weiter. Ups. Der hat mich aber toll gebremst gerade. Oh, Vento ist da hinten. Guck mal. Dieser Wichser! Alter, dieser... Ah. Sagst du, klar, warum nicht, wenn sie einen Livestream machen, würde ich es gucken. Oh, hier, Melli, mach mal Livestream. Leute wollen mich auch sehen. Vielleicht nur nicht gerade jetzt. Nee, jetzt gerade will ich keiner sehen. Glaubt mir, Leute, da will keiner. Keiner will sehen, wie die jetzt gerade aussieht. Wo ist denn hier die Flagge? Na, da hinten runter. Wie da hinten runter? Nee, guck mal, die sind unten. Die sind da runtergefallen. Guck mal, da hinten. Da hinten geht's irgendwo runter. Nee. Nee, guck mal, die ist unten in dem Wagen. Pass auf, der Wagen hier unten. Der jetzt gleich kommt, da. Fuck, Scheiße. Sagt man nicht. Ist mir doch egal, was man sagt und was man nicht sagt. Gefühl. Du bist mit mir verheiratet. Hast du schon einmal erlebt, dass ich Gefühl besitze? Doch, bei der Durchtrennung der Nabelschnur und deiner Kinder. Ja, hab ich voll drauf. Weil du gedacht hast, das könnte den wehtun. Drinne. Okay, dann zeig mal, wie du das... Hä? Warte mal, schreibt er gerade? Bento 5. Digga, ich spiele das erste Mal. Zweite Map. Dafür schlage ich mich nicht schlecht. Oh Mann. Habe ich schon Olaf Hummelbein begrüßt? Hilf mir mal, habe ich das schon gesagt? Hallo Olaf, falls nicht. Hallöchen, der Schneemann. Nicht Olaf, der Schneemann. Olaf Hummelbein. Nur für mich ist Olaf immer ein Schneemann. Ach du Fickfotzendreck! Hörst du mal auf, hier die Leute zu beleidigen? Olaf ist kein Schneemann. Geht ja gar nicht, ey. Im Sommer. Er findet das bestimmt lustig. Übrigens bin ich mit dem ersten Platz gleich auf. Nur mal so nebenbei, Leute. Nur mal so nebenbei. Du sollst auch mal aufhören, die Leute zu sehen. So, ich gehe ins Bett. Ja. Jetzt bitte auch Charlotte ist neben uns. Warum? Weil die gerade da eigentlich... Es wird Zeit für ihr eigenes Zimmer. Ich. Nein. Doch, die zieht bald aus dem Schlafzimmer aus. Die darf nicht mehr bei uns wohnen. Die kommt in unser Land, nimmt mir mein Bett weg. Das sagst du jeden Tag und jeden Tag weint sie. Ja, zu Recht. Piu. Aber dafür sagt sie Papa. Ja. Siehst du? Sie lernt schon langsam unsere Sprache, weil sie kommt in unser Land, kann nicht unsere Sprache und nimmt mir mein Bett weg. Nimmt sie gar nicht. Und mein Geld. Die nimmt dir nur 50 und den Schlaf. Nur 50% deines Bettes. Okay, guck mal, da hinten muss ich rein. Und 50% deines Bettes. Oh, guck mal, die haben sich gegenseitig weggeschossen. Ich glaube, ich fahre mit bei denen, dass es sind. Oh, da war ich zu schwach. Oh, ja, ich muss mich konzentrieren und kann nicht mit dir so einen Blödsinn reden. Das geht doch nicht. Du läufst neben uns. Ja, lass die mal ausziehen. So, jetzt habe ich das nicht gesehen. Wow! Das war zu stark. Oh, und weg. Oh. Wisst ihr, Leute? Heiratet nicht. Macht das nicht. Ihr kriegt nur Ärger. Wie kommt man denn da hoch, Mann? Alter, Vento, er lässt es nicht. Nee, ich glaube, das muss ich mit viel mehr Gefühl machen. Ich muss nur so flop. Och Mann, scheiße. Okay, die Map hat mich.
Scheiße. Ich komme da nicht hoch. Das ist so steil. Aber wetten, der kickt mich runter. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Und Wurf. Jetzt muss ich vor ihm hochkommen. Hund, echt scheiße. Der hat mich echt gefistet. Was ist mit dem Stream los? Der sagt gerade, schwache Videoausgabe. Kann ja nicht sein. Oh nein, er ist wieder bei mir. Ich bin in die falsche Richtung geflogen. Oh. Lieber auf die andere Seite, da habe ich nicht so viel Stress. Wow, fast ins falsche Loch. So, sehe ich sowas? Ja. Puh, erstmal Ruhe. Ich muss mal kurz gucken, ey, was ist denn da los? Warum ist denn die Rate so gering? Obwohl, ich meine, es gibt jetzt hier auch gerade nicht viel zu sehen, ne? Ich glaube, dann regelt das Programm automatisch runter. Wo ist ein Ventu? Da ist mein Freund Ventu. Ich habe natürlich tierisch Punkte verloren. Aber wichtiger ist jetzt Winnie the King, dass Winnie the King möglichst viel versemmelt. Aber Winnie the King ist schon fertig hier, oder was? 58. Ich bin immer noch auf Platz 2. Da ist noch Winnie the King. Ich kann also noch ein paar Punkte machen. Das ist natürlich frech. Vento, das ist nicht so wie in Flensburg. Es gewinnt nicht der mit den meisten Punkten. Vento. Ich bin drinne. Hole in one, baby. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Nein, ey, Schweinepriester. Jetzt quält er mich auch, der Shadow irgendwas. Na komm. Okay, ich muss nur irgendwie gucken, dass ich runterkomme. Das war falsch. Da hätte ich ja mal von ihm lernen können. Nee. Und weg ist er. Es war schon wieder falsch.
Nein, das Loch war richtig. Oh, da habe ich dem Shadow-Typen echt geholfen. Aber gegen Winnie the King gewinne ich nicht mehr. Oh, 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 hier. Pütelix hat hier keinen Stoß gebraucht. Der ist einfach so ins Ziel gekommen. Und damit hat er ordentlich Punkte geholt. Ah, fuck. Ach, Winnie. Winnie, du versemmelst es damit, echt. Ach, der ist noch gar nicht im Ziel. Puh, Schwein gehabt, Alter. Was ist hier los? Was hier los? Geht gerade einfach nicht weiter. Rauchen. Sachen gibt's. Was passiert, wenn er... Was passiert, wenn er vor Ende der Zeit... Vor Ende der Zeit nicht unten ist? Maximalschläge. Kann doch nicht einfach werden. Dann hat er die 17 voll, wie ich ohne AFK. Du hast aber auch alles dafür gegeben. Es müsste eigentlich so sein, dass wenn einer noch so übrig ist und sich aber wirklich noch keinmal bewegt hat, der kann ja jetzt nicht in den letzten 30 Sekunden diesen Weg schaffen, ne? Das dauert ja viel zu lange bis nach unten. Oder gibt es hier irgendwelche Tricks, wie man schneller vorankommt? Ich habe dem Shadow-Typen zu viel geholfen. Ich spiele nach dem Spiel mal richtig. Nee, lass mal. Ist so viel witziger. Ich hasse dich. Die anderen hassen dich. Und gut ist. So, wo ist die Flagge? Die Flagge ist da hinten. Ah, jetzt sehe ich das. Ah, okay, alles klar. Beweg dich. Oh. Zu langsam. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hä, wieso bekomme ich doch 10 Euro, wenn ich dich wegkicke? Das Winnie the Win hat, okay. Ich kann mich nicht bewegen.
Zu doll! Ah! Das hätte es sein können. So langsam! Ah! Das kann nicht wahr sein. Oh. Bento, willst du mich nochmal weghauen? Nein, das war auch zu langsam. Och Mann, scheiße. Ah, oh, ich breche ab. Er hätte mich ja jetzt auch einfach mal reinkicken können. Oh nee. Oh. Ehrlich jetzt. Und schon hat Winnie Win. Ja, komm. Geh weg. Nee, bleib. Das kann... Oh. Yes! Okay, zweiter Platz ist mir auf jeden Fall sicher. Aber schön war das nicht gerade. Ach, ärgert mich das. Oh, ärgert mich das, echt. Ich hätte Erster werden können. Und das, obwohl das Spiel ja noch ganz neu ist für mich. Das ist ja schön. Achso, ich kann das nochmal zeigen. Ich weiß gar nicht, sieht man das in der Einblendung? Nein. Ich habe dieses Spiel insgesamt 30 Minuten und 51 gespielt. Nee, 58 Minuten. Wie lange streamen wir? Seit 57. Ich habe ja gesagt, ich habe anfangs nur die Grafik eingestellt. Und dafür mache ich mich eigentlich ganz gut. Okay. Ah, komm, mit einem Punkt. Das ist echt bitter, ne? Das ist bitter. Oh, eins machen wir noch. Alle guten Dinge sind drei. Oh. The Winner. Keine Ahnung was. Irgendwas lädt da gerade. Keine Kollision. Das ist ja schon mal ganz toll. Oh, lade eigene Karte. Jetzt ist es da. Ich bin bereit. Keine Kollision, das finde ich gut. Hä? Ich wurde rausgeschmissen? Graveyard. Alles voll. Aktualisieren. Kein Passwort. Wenn ich da jetzt irgendwo drauf gehe? Schon alles voll. Ist doch kacke. Oh! Oh, jetzt auf einmal ganz viel. Wo bin ich jetzt? Was passiert hier? Mach Kollision aus. Oh. Ja, komm, ich mach mit. Scheißegal. Hä, was ist hier los? Hä? Warum komme ich da jetzt nicht rein? Nein, kein Passwort. Kein Passwort. Wir sind alle weg. Bento ist mega der Fluch. Jetzt sind die alle weg, die Spiele. Och, Mano. Ich wollte eigentlich nochmal mit Vento spielen. Oh, Vento. Ey, wisst ihr was? Ich adde jetzt Vento. Vento wird jetzt mein Freund.
Alle Freunde, Suche. Wenn du Freund hinzufügen. So, jetzt gucken wir mal. Wenn du. Oh, da ist er. Der kommt aus Schweden. Jetzt gucken wir uns mal sein Profil an. Achso, da muss ich mal ganz kurz hier umstellen. Warte. Zack, da haben wir es. So, Ventu, Chris, 21. Hört total gerne Dubstep, House, Techno, CSGO, Musik und Animes mag er. Was er nicht mag, ist Scammers, Flamer, Little Kids und Hacker. Ist klar. Sein Favoritenclan ist Navi. Mhm. CSGO spielt er gerne. Und er spielt in 720p. Ventu ist ein ganz, ganz heißer Apparat. Auf 800 dpi. Ist ein ganz heißer Typ ist das. So, und wenn man jetzt mal so sieht, was er so daddelt, dann mal gucken. Warte mal. Mal gucken bei seinen Freunden, ob da Freunde von ihm mit bei waren. Garry's Hot. Golfit. Winnie the King ist sein Kumpel. Ach Mensch, Ventu. Kein Wunder. Winnie ist sein Kumpel. Ach, ist das ärgerlich. Oh Mann, ey, ich musste mir schreiben. Ich muss ihm schreiben. Ich muss Ventu jetzt schreiben. Nochmal. Ventu. Kann ich nicht einfach so eine Nachricht zukommen lassen? Freund, mehr. Jegliche Kommunikation, folgen, in Gruppe einladen. Scheiße. Spiel beitreten. Oh, 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 oh. Ein VAC-Ausschluss. Oh, 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 oh. Wackbahn. Alter, er hat auch einen YouTube-Kanal. TZ Ventu. Er hat 80 Abonnenten. Jawohl. Oh. Mal gucken. H1Z1 spielt er. H1Z1 hast du noch Bock. Okay. Insgesamt hat Ventu sage und schreibe 4 Videos. Ist geil. Und sein Video von vor 2 Jahren hat geht ab. Kann ich jetzt Ventu hier was schreiben? Ich will ihm jetzt... Hör doch mal auf hier mit der Mucke. Was soll denn das? Ich will ihm jetzt einfach... Ey Leute, ohne Scheiße, ich schreibe so selten anderen YouTubern. Wenn ihr auch ein Intro oder ein Banner für YouTube braucht, dann fragt ihn. Meins hat er auch gemacht. Warum kann ich dem, wie kann ich dem jetzt einfach eine Nachricht schreiben? Gar nicht, ne? Ich muss unter die Videos schreiben. Gehen wir mal auf Videos. Dann schreibe ich ihm, Win Solo Ranked Match, Germany. So. War knapp, aber GZ, nice Video. Jetzt schreibe ich. Oh, da dürft ihr gar nicht hingucken. Muss ich mal kurz raus hier. Aus hier. Oh, muss ich so machen. Scheiße. Raus. Oh, Leute. Ich muss das anders machen. Ich muss das geschickt machen. Wir müssen jetzt mal raus. Wir müssen raus aus dem Spiel. Ich muss jetzt Ventu schreiben. Oder finde ich ihn nochmal wieder. Auf einmal sind hier voll viele. Ich schreibe Ventu nachher, wenn ich... Kein Passwort. Ey, das gibt's doch nicht. Make Golf Great Again. 18 Löcher, da sind wir dabei. Erwartete Fehler und unfertige Bereiche. Ja. Was passiert denn hier? Der Ventu-Fluch ist immer noch nicht vorbei. Ich werde Ventu noch eine Nachricht schreiben. Ich werde sagen, danke, dass du mir die Schönheit von Golf gezeigt hast. Oh, jetzt tut sich was. Hallo? Meine Maus? Da ist meine Maus. Wüstenfuchs. Ah, da geht's ja schon los. Da geht's schon los. Da sind wir mit Nazis unterwegs, oder was? Was ist los, Rommel? Man kann ihn nicht breit drücken. Breit, 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 breit. Hä, die können alle breit drücken. Ich kann nicht breit drücken. Einstellung. Breit. Breit, 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 breit. Vielleicht muss ich das Spiel mal neu starten. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat es sich aufgehängt. Wir müssen jetzt aber Ventu schreiben. Was mache ich jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Pass auf. Wir warten jetzt. Also ihr müsst mal ganz kurz warten. Ventu. Freund hinzufügen. Mein guter Freund Ventu. Da. Ventu. So, da ist Ventu. So. Und jetzt schreibe ich ihn unter seinem... Oh! Diese Drecksmucke. Wir müssen Ventu schreiben. Jetzt kann ich es auch so. So, zack.
Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man richtig Golf spielt. Ein wahrer, wahrer Freund. Vento ist ein guter. So, habe ich das endlich mal erledigt. So, oh, guckt euch das an. Irgend so ein Fettsack macht da einen Livestream. So, jetzt versuchen wir nochmal das Spiel zu starten. Oh, Vento war knallhart, ey. Vento war knallhart. So. Aktualisieren. Komischerweise, wenn ich zurückgehe, wieder aufs Spiel suchen gehe, zurückgehe komplett. So. Was ist das hier? Das Leaderboard. Winterland Classic. Ist egal, Spiel suchen. Hier. Oh nein. Ist nur Passwortgeschützt. Wo sind denn die lustigen Jungs, die einfach mal einen Server öffnen? Ich habe keinen Bock, selber einen aufzumachen. Oh. 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 Ich will doch nur noch eine verdammte Runde. Okay, machen wir mal Spiel erstellen. Servername. Vento the. Nee. Vento my best friend. Passwort gibt's nicht. Spieler machen wir bis zu 4. Grasland haben wir noch gar nicht gespielt, oder? Winterland hatten wir schon. Minen hatten wir schon. Graveyard interessiert. Under Construction. Okay. Custom Map. Wir spielen Grasland. Oh, mehr kann ich nicht schreiben? Nee. Vento is my best friend. Mehr kann ich nicht machen. Aber vorhin stand da doch irgendwie Make Golf Great Again. Ja, ist egal. Starten. Das ist ein Tickrate von 8. Classic. Zeitlimit. Machen wir auf 1. Komisch, das konnten die vorhin auf 1 irgendwas machen. 15 Schläge. Zeitlimit 1,30. Classic. Practice. Hard. Classic. Tickrate. Keine Ahnung. Kollision aus. Zuschauer an. Warten wir mal. Wie lange warte ich denn da am besten? Bis Vento kommt. Vielleicht will auch keiner Grasland spielen. Ich meine, um 0:41 ist es auch echt ein bisschen schwierig. Aber ich sehe gerade, jetzt haben wir Vollbild. Aber Vento, mein Freund. Nochmal beenden. Scheiße, wenn keiner kommt. Obwohl, wenn keiner kommt, dann spielen wir einfach einmal Grasland durch, um zu gucken, wie es ist, oder? Aber ist natürlich voll langweilig ohne andere Spieler. Warum, wenn die beide hier... Gib ein Passwort ein. Okay, mach ich. Pass auf. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja. Nein. Versuchen wir es hier. Ja. 1, 2, 3, 4. Es funktioniert nicht. Ich dachte gerade, Vento hat geantwortet. Jetzt kriege ich eine WhatsApp. Das wäre so witzig gewesen. Okay, ich drücke jetzt noch 10 Mal, sonst mache ich einzeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aktualisieren. Wenn ich mit Passwortschutz mache. Keine Chance. Okay, also. Machen wir. Vento, I love you. Passwort gibt's da nicht. Ich spiele dann alleine. Grasland, fertig. Bereit, starten. So, dann gucken wir uns das einfach nur nochmal an, damit wir das auch gesehen haben. Das war zu doll. Oh, das war... Verkackt. So, war's gut. Da fehlt mir noch echt so das richtige Feeling für. Oha. Arschkuh. Ah, Chemie raus. Aber schön,
sind die Maps allemal. Für einen Golf-Simulator reicht es voll und ganz. Also Mini-Golf-Simulator. Ach Mensch, mir fehlt der Vento, euch auch. So, das finde ich ein bisschen blöd. Man müsste eigentlich so eine komplette Map-Übersicht mal kriegen. Vielleicht gibt's das auch. Habe ich ja noch gar nicht. How to play. Reset, Ereignisse, Licht. Reset to last location. Gibt's auch. Aber Licht. Alter. Alter. Krass. Gibt's noch was? Erweitert. Alles auf episch. Mehr Grafik gibt's nicht. Also ich könnte jetzt versuchen, locker da unter durchzuspielen. Oder hier hinten die Kurve zu spielen. Kurve ist wahrscheinlich das Schlauere. Aber ich bin ja nicht dafür bekannt, dass ich schlau bin. Nein! What the hazard? Bisschen lockerer. Ah, noch ein bisschen weniger, komm schon. Jetzt ein bisschen mehr. Ah, okay, jetzt bin ich unten. Okay. So ein Geräusch hatte ich vorhin, als ich Battlefield gespielt habe. Ich habe vorhin mit dem Halunken habe ich Battlefield 1 gespielt. Und ich hatte die ganze Zeit dieses Geräusch, wenn man die Artillerie ruft, dieses. Und das hörte nicht auf. Das war voll nervig. Ah, fuck. Easy. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem anderen Kumpel mal wieder Playray Minigolf gemacht. Und die Leute, die mich vielleicht schon ein bisschen länger verfolgen bei YouTube, die werden wissen, dass ich früher bei den Livestreams immer mit Playray gegen Abonnenten gespielt habe. Das war echt schon beschissen. Boah, ja! Wenn ich was kann, dann ist das Scheiße bauen. Oh, ich bin drüben auf deiner Map, unter der Map. Oh. Da habe ich immer Spiele ausgespielt bei Playray. Gegen Abonnenten gespielt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war ich immer Erster. Also habe ich die Spiele gewonnen. Nein, Quatsch. Ich habe es dann so gemacht, dass derjenige, der am nächsten dann dran war, die Spiele gekriegt hat. Das ist ein bisschen kacke mit der Kamera. Also ich bin mehr ein Freund von Klick und dann siehst du einen Balken, der aufgeht und du klickst nochmal. Da bin ich eher ein Freund von. Oh nein, das war zu schwach. Oh. War das schwach. Ich kann das hier echt sauschwer dosieren und einschätzen. Ja, guck mal. Jetzt fahr ich da wieder rüber. Ist doch scheiße. Boah, Alter, was geht denn hier ab? Hat Vento mir jetzt geschrieben? Hat Vento jetzt meine WhatsApp-Nachricht? Nee. Ja! Oben. Also, ist aber echt ein Kampf gerade, ne? Ihr guckt euch die Scheiße an. Ich hätte locker gedacht, das reicht. Zum Kotzen. Wenn man nicht genug ausholt, alles scheiße. Also hier habe ich richtig schön verkackt. So. Da kann man auch locker durchspielen, oder bin ich blöd? So könnte es was werden. Joa. Ein bisschen doller wäre geil gewesen. Ich sag ja, ich habe kein Händchen gerade für die Stoßbewegung, die ich hier brauche. Also ein Hole-in-One wäre noch was. Okay, also hier anscheinend mit Looping. Ist das ärgerlich. Die Fahne ist direkt da oben. Also bei dem Spiel hat man eindeutig einen Vorteil, wenn man die Maps kennt, ne? Bei anderen Minigolf-Spielen siehst du die ganze Karte, du kannst dir überlegen, wie du es am besten machst und dann hier so eine Scheiße, wo du nicht siehst. Also, das ist echt noch ein bisschen ausbaufähig, aber ich kann mir vorstellen, dass es mit Freunden echt Spaß macht. Ja, das ist ja blöd. Könnte natürlich, jetzt probieren wir was. Mit voll Karacho. Da wollte ich nicht hin. Dann machen wir es easy. Ach, scheiße. Bevor ich mir jetzt hier komplett das Ergebnis zerschieße. Ah. Arsch.
Aber auch mit so leichten Bewegungen. Manchmal ist es... einfach zu schnell. Wenn ich da die Mitte und zack. Nein, das war zu doof. Oh, das sollte viel doller sein. Oh, ich breche ab. Auch das! Ich habe zu früh gestoppt. Guckt euch diese Kacke an. Ah, vielleicht fehlt mir auch gerade die Motivation. Mein Ventu ist nicht da. Stopp! So. So. Okay. Danke, danke, danke. Okay. Volle Power. Nein! Flotsch. Flotsch. Ah. Es funktioniert nur so. Ich kreuz ab. Oh. Wisst ihr, ich breche. Echt. Oh. So, jetzt konzentrier dich nochmal, wenn Detlef. So läuft's ja nicht. Okay. Wir sehen, da drüben ist das Loch. Okay. Wenn ich... Da zwischen den beiden? Nee, eher der Schwarze, oder? Nee, zwischen den beiden. Doch, der da unter. Ah, scheiße. Ja, das wäre an und für sich schön gewesen, wenn ich mehr Kraft gehabt hätte. So, aber hier können wir mit der Kraft spielen. Hier können wir ruhig ein bisschen mehr Power nehmen, spielen da oben gegen, dann kommen wir runter. So ist jedenfalls meine Überlegung. Mein Gott, wäre das witzig, wenn Ventu wirklich, also durch meinen Kommentar, meinen YouTube-Channel findet, dann dieses Video und dann sieht, dass meine Frau wirklich, also ich weiß gar nicht, Olaf, hat man das vorhin gehört, dass sie diesen Diss gemacht hat mit der Jungfräulichkeit und dem Problem mit den Löchern? Das wäre schon witzig. Zu stark. Zu schwach. Und das meine ich. Das hätte ich jetzt hier ein Prozentzeichen. Wüsste ich, wie doll ich machen darf. Naja, immer noch ein paar, aber... Geil ist anders. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Hier vorne ist ein Loch. Das ist ja blöd. Wenn will ich den ganzen Spaß mitnehmen. Aber nee, dann halt nicht. Okay, wir versuchen seitwärts ins Loch reinzukommen. Einfallwinkel, Ausfallwinkel. Nein, dann so. Nein! Mathe ist nicht meins. Mathe ist ein Arschloch. Aber gut, dass es nicht doller war, dann wäre es jetzt runtergeknallt. Egal, gehen wir hier durchs Loch. Zack. Ja, danke, du Drecksloch. Ich meine, ich war auch echt frech. Normalerweise bin ich ja nicht so. Aber wenn gleich so, ne, mein erstes Spiel und man wird so fertig gemacht, das ist nicht schön. Nein. Ich habe doch gesehen, dass du da rein musst. Oh. So, und hier habe ich schon gar nicht mehr Möglichkeiten, als wieder zurückzuspielen. Rein in die Nettohütte. Zack. Zack. Boogie, echt, guckt euch das mal an. Ich guck mal. Ist bis jetzt richtig schön scheiße gelaufen. Gelb ist ein paar... Rot ist alles Kacke da drüber und grün wäre natürlich da drunter, also wie ein Birdie oder ein Igel. So, guck mal hier. Ich habe keine Vorstellung, wie dahinter die Map weitergeht. Naja. Ich hätte auch einfach locker runterspielen können. Check's nicht. Wenn ich da schnell genug spiele, komme ich doch...
Kennt ihr einen Typen, der gesagt hat, wenn ich schnell genug spiele? Oh, ich kotze ab. Nein, nicht zurück, nicht zurück. Böses Brett. Nein! Hopp. Ehrlich jetzt? Hinter der Mauer? Da komme ich nie hoch. Nein. So. Es hilft nichts, ne? Es wäre alles verkackt. Mein guter Freund, so wird das nichts. Nein. Alter. Jetzt muss ich von hier aus genug Schwung finden, aber auch noch rumkommen. Arschloch. Das ist ja geil. Ja, so passt es. Aber die Steuerung ist teilweise echt ein bisschen blöd. Echt, Knöpfe drücken, schöner bei Golf. Oder wie bei der PS2-Variante damals von Tiger Woods, wo man so... Das war cool. Das hat mir gefallen. So, da muss ich irgendwie dahinter kommen. Das war zu doll. Also kacke. Ja. Alter, ich breche ab. Ich breche ab. Aber eins müssen wir echt nochmal erklären, ne? Als wir vorhin uns das Profil angeguckt haben. Warum, wenn man aus Deutschland kommt, hat man... Also gibt man an, man kommt aus Schweden, also... Hat man keinen Bock auf dieses Deutschland, Nazi, bla? Oder warum? Weil aus Schweden und Norwegen und so weiter und Dänemark die krassen CSGO-Pros kommen? Jetzt! Was ist das eigentlich für eine abgefuckte Bahn? Die kannst du mit 1 machen, du kannst aber auch total verkacken und gar nichts geht. Ich breche ab. So. Okay, gleich ist wenigstens die Zeit vorbei. Ist auch schön. Oh mein Gott. Ey, echt. Was ein Dreck. Fick Scheiße. Es funktioniert einfach nicht. Okay, ich habe noch 6 Sekunden, um... maximal auf die Fresse zu kriegen und... Kacke! Darf ich nochmal? Nein, ne? Letzten Schlag so bei 0 darf man nicht. Doch, darf ich? Time's up. Ah, gab sogar eine Errungenschaft. Hör mir auf. 80 Schläge. Ach, fick was, echt. So, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit am heutigen... Keine Ahnung was, welchen haben wir denn heute? 18. war es, ne? Nein, 20. haben wir jetzt schon, also 19. Am 19. April 2017. Ich bedanke mich für den lustigen Chat, während Ventu mir den Arsch versohlt hat und mich immer wieder rausgeschossen hat. Und ja, mal gucken, wann ich es die nächsten Tage wieder schaffe, mal online zu sein. Heute, wie gesagt, ich wollte einfach mal eine Runde, vielleicht kommt er aus Schweden und kann Deutsch. Ah, Mensch, Kevin. Moin. Ja, bis leider zu spät. Ich will jetzt gerade aufhören. Ich will jetzt gleich in die Falle. Will noch 2-3 Folgen Iron Fist gucken bei Netflix. Das hole ich nämlich gerade nach. Und dann gehe ich genüsslich schlafen. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Die Tage dann wieder Assassin's Creed. Da müssen wir nämlich endlich weiterspielen. Und ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Also das obligatorische 1, 2, 3, 4, 5. Tschüss.